Purva Tarkasana ist die Stellung des Nachdenkens über die Vergangenheit. Purva kann heißen Osten, Purva kann aber auch Vergangenheit heißen und Tarka heißt Nachdenken. Und es gibt einige Texte, die Purva Tarkasana beschreiben und Garota fasst sie wie folgt zusammen. Sitze in einer bequemen kreuzbeinigen Stellung, zum Beispiel den Lotus oder Siddhasana, Muktasana. Dann gib die Ellbogen auf die Knie und beuge dich leicht nach vorne und gib die Hände auf den Kopf. Das ist Purva Tarkasana und hier kannst du über deine Vergangenheit nachdenken.